Mein Name ist Willi Köhler, ich bin Kapitän der Esserin der BG Dorsten. Wir sind hier gerade beim Regionalliga-Training. Wir bereiten uns gerade auf das Spiel gegen Recklinghausen am Wochenende vor. Es ist ein Derby für uns. Also wir sind dieses Jahr ein richtiges Team. Also wir sind jetzt nicht Individualisten, sondern wir profitieren einfach davon, dass wir eine Einheit sind und immer am Strang ziehen gemeinsam. Und deswegen haben wir jetzt auch die Siege geholt, auch viele Siege geholt, wo wir eigentlich schon zurücklagen. Sind wir nochmal zurückgekommen und die Mannschaft ist. Das Besondere an dieser Sportart ist auf jeden Fall der Mannschaftsgeist. Also das ist mehr als Sport hier, das ist Freundschaft. Wir haben eine super Chemie. Also für mich persönlich sind die Teamkollegen sehr wichtig. Wir verbringen sehr viel Zeit zusammen. Und wir haben uns ganz gut gefunden, glaube ich. Also wir haben vernünftige Puzzleteile zusammengesetzt, sodass wir als Team funktionieren, sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld. Ich denke, wir sind momentan in einem guten Run. Wir gewinnen gerade Spiel zu Spiel. Die haben das Spiel am Wochenende verloren. Ist natürlich schwierig, ist deren letztes Heimspiel. Da wird man auch nochmal motiviert sein, aber ja, wir werden so spielen, wie wir die ganze oder gesamte Saison bisher gespielt haben. Am Anfang mit Power und dann mit ein bisschen Routine. Ja, wir sind fit. Also Franjo, also unser Coach, hat uns relativ gut fit gemacht dieses Jahr. Und das merkt man jetzt auch so zum Ende der Saison hin, dass die Power trotzdem noch da ist, die Luft noch da ist. Und davon profitieren wir. Ja, Franjo hat eine gute Competition reingebracht. Also das Training ist deutlich anstrengender als im Vergleich zu anderen Trainingseinheiten. Vor allem im letzten Jahr, bevor Franjo übernommen hat, der hat noch ordentlich Fitness reingenommen. Im Vergleich zum letzten Jahr sieht man es auch ganz deutlich. Wir haben versucht, Emotionen außerhalb des Spielfelds die Saison rauszubringen, auf die Fans zu erreichen. Das hat uns gut geklappt, hat auch ganz gut geklappt. Die Fans unterstützen uns, wo sie können. Und das überträgt sich auch aufs Spielfeld. Letztes Jahr haben wir gegen Abstieg gespielt. Da war hier manchmal eine Stimmung, das war wirklich schlimm. Man merkt auch, da kommt eine Energie auch von den Rängen, die uns auch nach vorne treibt. Und wir sind auch viele junge Leute und wenn man merkt, so das Publikum zieht mit, die pushen uns nach vorne, dann haben wir nochmal die nötige Energie auch und ja, das ist sehr wichtig für uns. Das Wichtigste, damit eine Mannschaft erfolgreich ist, ist A, du brauchst gute Spieler natürlich, aber die müssen sich auch als Mannschaft finden. Also, und der Trainer muss es auch schaffen, jeden zufriedenzustellen und dass jeder den Anspruch hat, im Training 100% zu geben. Und dann läuft der Rest von alleine. Für mich persönlich, ich stand vor 10 Jahren im Finale des WBV-Pokals und wir haben das Ding verloren. Und dieses Jahr will ich das unbedingt holen.